bei der organisatorischen Verankerung eines gestalteten, eines neu gestalteten oder eines überarbeiteten Geschäftsprozesses geht es jetzt darum, den Prozess, der ja abstrakt beschrieben ist, im Sinne von, welche Rollen haben wir da drinnen, welche Aktivitäten fallen an, aber nur nicht, welche konkreten Personen führen das durch, den jetzt mit konkreten Ressourcen in der Organisation zu hinterlegen. Wir lassen hier jetzt vorerst die technische Dimension noch außen vor und beschränken uns auf die organisatorische Implementierung, heißt, wir hinterlegen ihn mit Humanressourcen, wo wir sicherstellen müssen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir den jeweiligen Rollen zuordnen, die notwendigen Skills oder Qualifikationen mitbringen. Das ist die Herausforderung an dieser Stelle. Die zweite Herausforderung an dieser Stelle ist es, den Prozess so in der Organisation zu verankern, dass möglichst wenig Medienbrüche und Schnittstellen auftreten. Das heißt, Prozess wird klassischerweise dann ineffizient oder fehleranfällig, wenn er über viele unterschiedliche Abteilungen durchpropagieren muss, wenn es denn möglich ist, da vielleicht Sachen zu poolen, Sachen einer einzelnen Abteilung zuzuordnen und dadurch weniger Kommunikationsoverhead zu erzeugen, wäre das auch ein Thema, das man während der organisationalen Verankerung angehen würde. Im Fallbeispiel gibt es also drei interne Rollen. Den Kunden brauchen wir hier jetzt nicht betrachten, weil den müssen wir nicht organisational verankern. Es gibt Sachbearbeitung Immobilienkredit, Abteilungsleitung Immobilienkredit und Vorstand als Rollen, die wir hinterlegen. Wir schauen jetzt einmal, welche Ressourcen hätten wir denn grundsätzlich verfügbar. Das sind 9 Sachbearbeiterinnen, eine Abteilungsleiterin und 3 Personen im Vorstand. Wir können uns dann noch ein bisschen detaillierteren Überblick verschaffen, beziehungsweise auch dann direkt im nächsten Schritt, und das ist das, wo es dann quasi endet, dieses Aktivitätsbündel, die Ressourcen tatsächlich den jeweiligen Rollen im Prozess zuordnen, sodass also, wenn eine Prozessinstanz gestartet wird, wenn der Prozess durchgeführt wird, ein Pool von konkreten Personen vorhanden ist, die diese Rolle übernehmen können und denen diese Aufgaben zugeordnet werden können. Und das kann ein ganz offener Pool sein, werden wir jetzt gleich sehen, im Sinne von irgendjemand erhält diese Aufgabe, der gerade Zeit und Ressourcen hat, oder es kann eine regelbasierte Zuordnung passieren, das heißt, abhängig von bestimmten Summen oder von bestimmten Geschäftsvorfällen kann es eine ganz bestimmte Person aus einem Pool sein. Im konkreten Fall ist es so, dass von den 9 Personen, die grundsätzlich in Frage kämen, offensichtlich nur die Vollzeitkräfte zugeordnet werden sollen, wenn wir sicherstellen wollen, dass Kredite auf jeden Fall möglichst rasch abgearbeitet werden. Davon sind 5 Personen, die in Vollzeit angestellt ist, die also in Frage kommen. Das Skillset ist offensichtlich bei allen vorhanden. Auch hier könnte es also Unterschiede geben, dass man sagen muss, okay, sind 5 Kräfte in Vollzeit, eine ist aber noch in Ausbildung. Das heißt, wir weisen diesen Prozess nur den 4 bereits ausgebildeten Personen zu. Bei der Abteilungsleitung könnte man die Regel definieren, dass grundsätzlich der Leiter, also der kommt ja nur ins Spiel, wenn eine bestimmte Kreditsumme überschritten wird, dass grundsätzlich nur der Leiter adressiert wird. Wenn der Leiter nicht verfügbar ist, dann propagiert es weiter zum Stellvertreter oder zur Stellvertreterin. Zweite Möglichkeit wäre, das domänenspezifisch aufzuteilen. Das heißt, wenn es sich um einen Konsumentenkredit handelt, wird die Freigabe direkt der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter zugestellt und bei allen anderen Krediten dem Leiter oder der Leiterin. Beim Vorstand ist es ebenfalls ähnlich. Grundsätzlich wären vielleicht alle Vorstände berechtigt, ganz hohe Kreditsummen freizugeben. Es ist aber jetzt hier so, dass es dezidiert Vorstände für Privatkunden, Geschäftskunden und das Anlagemanagement gibt. Vielleicht möchte man hier entweder nach Fachbereichen zuordnen oder vielleicht auch zuordnen, dass nur gemeinsame Entscheidungen getroffen werden dürfen. Das heißt, dass mindestens 2 dieser 3 Personen zustimmen müssen. Auch das wäre grundsätzlich möglich, in so einer Workflow Engine abzubilden und das in der Rollenzuordnung zu berücksichtigen.
Also der Prozess bleibt hier immer gleich. Jetzt können wir in der konkreten organisationalen Umsetzung uns anschauen, welche Ressourcen haben wir tatsächlich zur Verfügung, wo gibt es vielleicht auch Bottlenecks, das wäre dann auch wieder ein Verbesserungsszenario, also wo haben wir wahrscheinlich zu wenig Ressourcen zur Verfügung und wo müssen wir vielleicht entweder unsere Ressourcen aufstocken oder über den Prozessnormen nachdenken, ob wir den nicht irgendwie modifizieren können, dass es zu diesen Engstellen in der Ressourcenplanung überhaupt nicht kommen kann. Wenn dann die organisationale Verankerung erledigt ist, dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir es in die IT-bezogene Implementierung geben. Das heißt, wie sich dieser Prozess in unserem Workflow-Management-System manifestiert, welche IT-Unterstützung es also gibt, welche Formulare wir anfertigen müssen, welche Regelprüfungen wir automatisieren können, wo wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten können, um Ressourcen vielleicht auch freizuschaufeln, wo wir sicherstellen können, dass der Informationsfluss jeweils an die richtige Stelle kommt und es nicht zu irgendwelchen fehlgeleiteten oder untergehenden Informationen kommt. All das ist Gegenstand der IT-Implementierung. Da geht es vor allem auch darum, das mit den existierenden IT-Systemen abzustimmen. Wir haben also das Portal der Bank in dem Fall, wo die ganzen Informationsmaterialien zur Verfügung stehen. Wir haben die Workflow Engine an sich. Workflow Engine werden wir dann in einem späteren Thema sehen, ist ein Informationssystem, ein IT-System, das Prozesse ausführen kann, Geschäftsprozesse ausführen kann, insofern als dass sie deren Ausführung durchleitet, unterstützt und für den korrekten Informationsfluss und Kontrollfluss sorgt. Und wir haben das eigentliche operative Banksystem, wo wir Kunden verwalten, wo wir Kunden kategorisieren, also das Scoring machen können, Konditionen berechnen können und Angebote erstellen können. Und diese IT-Systeme müssen alle im Prozess verankert werden. Es geht also bei der IT-Implementierung auch darum, dass von dort, wo der Prozess an sich ausgeführt wird, nämlich von der Workflow Engine, die Schnittstellen hin zu den externen Systemen, nämlich zum Portalsystem und vor allem zu dem Banksystem geschaffen werden, um entweder Schritte automatisiert durchführen zu können oder diese Systeme bereits mit Informationen vorzuversorgen können, sodass nicht Information manuell übertragen werden muss, zum Beispiel. Das also alles Schritte in der IT-Implementierung im Fallbeispiel jetzt. Genau, und wenn das alles erledigt ist, dann können wir in Betrieb und Monitoring gehen, können also Key Performance Indicators hinterlegen, Kennzahlen hinterlegen und unseren Prozess beobachten und uns anschauen, wie performt denn der und performt der so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten vorhin definiert, welche Kennzahlen überhaupt interessant sind. Die können wir jetzt im IT-System hinterlegen, in der Workflow Engine automatisch abbilden oder ausrechnen lassen, abbilden und ausrechnen lassen. Und sehen dann, wenn wir jetzt aufs Fallbeispiel gehen, zum Beispiel, dass im Schnitt 50 Anträge pro Woche reinkommen, davon 20% abgelehnt werden, 10% sind, also 50% davon, insgesamt also 10%, wegen einer mangelnden Bonität. Bei den restlichen Angeboten schaffen wir es binnen 4 Tagen im Schnitt ein Angebot zu legen. Und in 30% der Fälle allerdings nur wird das Angebot angenommen und ein Vertrag abgeschlossen. Wir haben also relativ, sehen wir jetzt schon, und das geht dann Richtung der Verbesserungsszenarien, wir haben eine relativ geringe Erfolgsquote und wir erfüllen unser Ziel mit den 3 Tagen nicht. Und das ist jetzt auch die Hypothese. Die Mitbewerber, die am Markt vorhanden sind, die werben mit sehr kurzen Bearbeitungszeiten. Deswegen ist die Hypothese, dass die 4 Tage einfach zu lange sind und wir deswegen meistens zu spät kommen und unsere Erfolgsquote deswegen so niedrig ist. Das heißt, wir möchten darüber nachdenken, wie wir denn schneller werden können bei der Kreditbearbeitung, und darauf beziehen sich auch jetzt die Verbesserungsszenarien. Ohne die im Detail anschauen zu wollen und durchgehen zu wollen, sehen wir in diesen Verbesserungsszenarien, dass es nicht immer notwendig ist, auf den Prozess und auf die Prozessanalyse und die Prozessmodellierung zurückzugehen, sondern dass man manchmal einfach auch mit der IT-Implementierung oder der organisationalen Verankerung des Prozesses mit Änderungen an diesen Stellen Verbesserungen erreichen kann. Wenn man sich nämlich zum Beispiel anschaut, wie die Häufigkeiten der Kreditanträge, des Eingangs der Kreditanträge
ausschaut, dann sehen wir, das ist über die Woche nicht gleich verteilt. Das heißt, der Ressourcenbedarf ist unterschiedlich. Das heißt, es mag vielleicht sinnvoll sein, da auch Teilzeitkräfte mit einzubeziehen, die diese Spitzen abdecken können. Das hat mit dem Prozess an sich nichts zu tun. Allerdings, sehen wir hier als Vorschlag, allerdings mit der organisationalen Verankerung. Wenn wir also halbtags Teilzeitkräfte hier ebenfalls berücksichtigen würden bei der Kreditbearbeitung, könnten wir es schaffen, diese durchschnittliche Bearbeitungsdauer unserer Kreditanträge zu reduzieren. Ein zweites, Verbesserungsszenario sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns die Fälle anschauen, die eine hohe Durchlaufzeit haben, dann sehen wir, dass das vor allem dann vorkommt, wenn Kredit zu vergeben ist, der von der Abteilungsleitung freigegeben werden muss, weil es dort einfach lange dauert. Die sind nämlich, sehen wir dann, also wenn wir uns, muss man dann auf Ursachenforschung gehen, es liegt daran, dass die Abteilungsleitung und die Stellvertretung beide nämlich sehr oft extern sind und nicht regelmäßig für Genehmigungen zur Verfügung stehen. Und das heißt, Vorstand wäre vielleicht im Haus, Vorstand ist aber nicht zuständig, Sachbearbeiter selbst, Sachbearbeiterin darf nicht selbst freigeben, weil über 200.000 Euro, deswegen bleibt der Kreditantrag liegen. Mögliche Änderung wäre, dass wir sagen, okay, wir erlauben unseren Sachbearbeitern oder manchen Sachbearbeitern mit viel Erfahrung Beträge bis 500.000 Euro selbst freizugeben. Da haben wir aber dann tatsächlich eine Änderung des Modells. Ja, also da gehen wir in die Prozessmodellierung zurück, weil die Genehmigungsschleife über die Abteilungsleitung entfallen würde. Das heißt, wir streichen auch einen Akteur im Prozessmodell weg. Die Frage ist, halten wir dann die Qualität, die wir möchten? Und sobald wir quasi im Modell selbst was verändern, hat es natürlich Auswirkungen auf die organisationale Verankerung und auch auf die IT-Implementierung. Weiteres Verbesserungsszenario könnte man bei den IT-Systemen finden, dass nämlich die Abfrage der Bonitätsprüfung in einem externen System ist nicht zeitaufwendig ist, weil man da manuell die Daten übertragen muss durch Copy-Paste. Da können Fehler entstehen, dann muss man neu abfragen. Das dauert alles fürchterlich lang. Wenn man es denn schaffen würde, da ein Webservice anstelle des Formulars zu verwenden und das direkt in die internen IT-Systeme zu verankern oder reinzuspielen, dieses Ergebnis, dann würde da massiver Mehrwert entstehen und die Prozessdurchlaufzeit gesenkt werden können. Das ist was man wiederum nicht im Modell selbst ändern muss, sondern das sich durch die IT-Implementierung an sich beheben lässt. So, und dann gibt es hier noch ein viertes Verbesserungsszenario, das nochmal illustrieren soll. Dass man vielleicht auch noch einmal über den grundlegenden Prozess nachdenken kann. Hier haben wir den Punkt, dass wir zwar den Prozess insofern optimiert haben, dass wir die Bonitätsprüfung und die Schätzung des Objekts parallel durchführen können, allerdings haben wir gar nicht so geringe Quote an Anträgen, nämlich 10%, die wir aus Bonitätsgründen ablehnen müssen, wo, weil wir dann parallel die Wertprüfung durchführen, die umsonst war, das heißt, die einen Aufwand verursacht hat, den wir auch nirgends abrechnen können und dadurch zu Ineffizienzen führt. Das heißt, man könnte jetzt überlegen, würde man denn das doch wieder serialisieren, würde man zuerst die Bonitätprüfung machen und dann erst die Schätzung des Objektes machen. Das führt aber zu einem Zielkonflikt, weil das natürlich wieder die Durchlaufzeit erhöhen würde. Eine Möglichkeit wäre, die Schätzung weniger aufwendig zu machen. Das ist hier der Vorschlag. Das heißt, da gibt es nicht die eine mögliche Lösung, wie wir es bei den anderen drei Szenarien gehabt haben, sondern hier haben wir einen Zielkonflikt. Das heißt, wir müssen jetzt kreativ sein und schauen, wie können wir es, obwohl wir diesen Widerstreit hier nicht auflösen können, wie können wir es trotzdem besser machen. Und das könnte sein, dass wir zum Beispiel während der Schätzung schon irgendwelche Vergleichsparameter aus dem Antrag und die Vergleichsinformationen, die wir bankintern ohnehin vielleicht vorliegen hätten,
anreichern und so die Schätzung einfacher machen, sodass der Verlust bei einer gescheiterten Bonitätsprüfung nicht allzu hoch ist, weil die Werteinschätzung einfach schneller geht. Genau. So viel zu dem. Und das wird wiederum verhindern, dass wir den Prozess an sich ändern müssen, sondern wird sich wieder niederschlagen in einer IT-Implementierung. So viel also zu diesen Aktivitätsbündeln und zu dem Beispiel mit den Verbesserungsszenarien, wo man sieht, dass man zwischen diesen Aktivitätsbündeln nicht immer linear, sequenziell herum oder diese durchlaufen kann, sondern dass man durchaus zwischen denen herumspringen muss, je nachdem, wo sich das Verbesserungspotenzial zeigt.